Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guild präsentieren. Heute geht es nämlich um einen schönen Hirschen, den wir über einen Pakt erspielen können. Und wer hätte es gedacht? Ja, es sind die Nightfee. Der hübsche Hirsch, auf dem ich schon sitze, schimpft sich Traumlicht-Runenhirsch und den bekommen wir über die Paktkampagne. Was müssen wir dafür genau machen? Wir müssen als allererstes einmal einen Char auf Stufe 60 spielen und diesen Char dann in Oribos zum Pakt auswählen schicken und hier nehmt ihr natürlich dann die Nightfee. Sobald ihr das getan habt, bekommt ihr dann die Quest Das Herz des Waldes und für diese Quest werdet ihr dann einmal hier in das Herz des Waldes geschickt. Hier habt ihr dann ein paar Quests, die euch ein bisschen rumschicken. Und dann werdet ihr sofort danach hier rübergeschickt zum Amphitheater. Am Amphitheater müsst ihr dann ein paar Quests abschließen. Insgesamt sind es mit der Quest, die euch hier hinschickt, 12 an der Zahl. Also wirklich nicht sonderlich viele. Ihr müsst hier am Amphitheater dann ein paar Bosse beschwören, diese töten. Das sind ein paar Altbekannte. Der einen oder anderen werdet ihr sicher schon in vergangenen Expansions besiegt haben. Das sind natürlich hier an dem Amphitheater nur Aufführungen, also ihr bekämpft nicht wirklich gegen die Bosse, sondern ihr spielt eine Aufführung nach. Und wenn ihr die kompletten Aufführungen durch habt, wie gesagt, 12 Quests, die Endquest ist dann meine Motivation und dort bekommt ihr dann direkt als Belohnung diesen Hirsch. Heißt, ihr könnt das Ganze mit der Ruhmstufe 1 schon abschließen. Das ist anders wie mit den anderen Pakten. Ich habe ja euch schon das Mount gezeigt, was man von den Necrolords kriegt. Dort musste man Ruhmstufe 2 sein. Dementsprechend auch konnte man das erst. Nee, man musste Ruhmstufe 5 sein. Dementsprechend konnte man das halt auch erst in der zweiten Woche sich erspielen. Hier kann man das tatsächlich mit der allerersten Ruhmstufe gleich lostigern, Pakt auswählen und eine Viertelstunde später hat man eigentlich das Mount. Ist eine schicke Angelegenheit, heißt, wenn ihr auch so wie ich einen Twink habt, den ihr schon auf Max gelevelt habt und einen Mount-Sammler seid, dann ist das sicher die schnellste Wahl, um an das erste schicke Mount ranzukommen. Wie bei den anderen Pakten ist es hier übrigens auch so, dass es dann noch eine upgradete Version von gibt. Also man bekommt dann später, wenn man seine Ruhmstufe nochmal beträchtlich erhöht hat, eine upgradete Version, die hat dann ein bisschen mehr Rüstung. Aber da müssen wir wahrscheinlich jetzt erst noch ein bisschen warten, denn wir können die Ruhmstufen ja wöchentlich immer nur begrenzt aufwerten. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal noch das Mount Special an. Hüpft so ein bisschen rum. Ah, okay, sogar ein Sprung nach hinten, nicht schlecht. Nochmal hier, hat was auf jeden Fall. Mich erinnert das so ein bisschen an die Mounts, die man in Halar damals in Naggrandir spielen konnte. Hat so ein ähnliches Model, sieht aber deutlich cooler aus, muss ich sagen. Schickes Mount auf jeden Fall an der Stelle. Gut, ich zeige euch mal noch das Amphitheater. Das befindet sich hier im Adenwald auf die Koordinaten 41, 46. Aber ihr werdet dann eh von der Paktkampagne hergeschickt. Falls ihr nicht wisst, wie die Kampagnenquests aussehen, das sind immer Quests, die hier oben drin sind. Ihr seht, ich bin auch beim Kapitel 1 von 9, also das bekommt ihr hier ganz am Anfang. Gut, dann würde ich sagen, war es das für das kleine Video. Ich spiele mir jetzt noch ein paar Chars hoch und zeige euch dann auch noch die Mounts von den anderen Covenants. Kann aber noch ein bisschen dauern und beziehungsweise die nächste Zeit kommen dann bestimmt auch noch ein paar Videos zu Nicht-Covenant-Mounts. Da gibt es ja auch das ein oder andere in dem Add-on. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.